Hallöchen, liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Outlast, in der wir uns jetzt erst einmal den Spielstand laden müssen. Habe ich ganz vergessen vorher zu machen, mache ich sonst vorher. Ja, hab die Woche Urlaub gehabt und hab mir gedacht, hey, nimmst du mal die Woche über jeden Tag ein bisschen was auf. Hat sich aber die Erkältung wieder zurückgemeldet am Montag und somit haben wir jetzt Freitag. Und wir stehen hier wieder vor dem Fahrstuhl und sind auf dem Weg in die Freiheit. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird, weil eigentlich der Pfarrer ist tot, alle tot. Da wollen wir hin. Dankeschön. Ich wollte raus. Bitte. Ich will nicht mehr. Ach. Wie lange geht dieses Spiel noch, ey? Finde einen anderen Weg raus. Na, danke. Habe ich total Lust. Ist das Eis oder was? Nee, ne? Oder? Alter, wo sind wir? Was war das? Haben wir denn hier noch die Kamera? So. Oh. 6 Batterien. Ich hoffe, wir brauchen nicht so viele. Oh Mann. Hier war schon mal jemand. Hey du. Wege. Boah, ey. Das muss für die Nachwelt aufgefasst werden. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkows Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner zerstümmelten Leiche. Okay. Ja. Aber können wir nicht einfach rausgehen? Na, wie war denn das jetzt hier? Genau. So. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818, anonym veröffentlicht, Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Weisheitsdünkel? Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornend, brand und aufgewühlt, stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Ich sinne auch gleich nach, zu Hause. Hallo. Geht's so gut? Alles klar? Oh, dunkel. Hallo. Hallo. Hier geht's. Ich hoffe, ihr seht auch noch was. Mir ist aufgefallen, die Videos sind immer deutlich dunkler als das Spiel selbst. Ich glaube nicht, dass ich hier sein möchte, aber irgendwo muss ich ja sein. Hallo. Todesmutig mache ich die Türen immer noch so auf. Reingeraten, ey. Wollt mich doch verarschen. Ich wollte doch nur einen kleinen Report schreiben. Damit Mutti stolz auf mich ist. Oh. So. Obduktionsbericht. MM1300921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden.
um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Roland. Anmerkung. Meine 14. Autopsie, schon die 14., eines Wallrider-Patienten, ach so. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, Zweifel an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die Welt hergeholt. Ach, in die weit hergeholten Theorien. Es ist schon spät, ne? So müde, sag ich nur. Eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Betäubungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Oh, harter Junge. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige, kontraproduktive Wirkung. Wenn du das sagst, Alte. Ach ja. Speichere ist immer ein schlechtes Zeichen. Hallo. Boah. Das sieht mir hier nach Hindernis aus. So, weißt du, so, wenn wir hüpfen müssen, wissen wir ja Bescheid, was kommt. Der Dicke lebt noch, oder? Oh, guck mal. Der Dicke ist noch da. Was ist das? Morphogenic Engine. Notiz. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen. Ein Algorithmus programmiert uns neu. Verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch was schuldig. Okay. Klingt nett. Wir haben jetzt auch schon so verrückt. Oh, guck mal. Freiheit. Schlapp die Scheibe ein. Da geht's raus. Hier, da. Oh, Mann. Ich will raus. Komm und rette mich. Nein, ich bin todesmutig. Ich. Okay. Hier ist es dunkel. Wie jetzt? Ich glaube, ich muss hier weg, oder? Ja, ich muss hier weg. Wo muss ich hin? Ich muss weg. Ja. Ich renne ja. Ich hab's doch gewusst. Lass mich. Ja, geh entfor. Alter. Endlich ein Freund. Alter, wie der denn fertig macht. Tier. Oh. Au. Alter.
kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen, wenn er die Wahrheit sagt. Kenne ich jetzt an den Weg? Aha. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Gut, das hat sich ja mittlerweile schon wieder erledigt. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Ja. Den sind wir los. Haben wir dann jetzt überhaupt noch einen Feind? Hallo, hallo? Was bist du denn für einer? Die Scheiße und ich soll's wegmachen? Arsch. Finde Billy im Hauptlabor. Gut, jetzt sollen wir also den netten jungen Mann töten. Den. Ja, Wallrider eigentlich, ne? Billy ist anscheinend dieser Wallrider. Okay. Und wer war das jetzt? War das jetzt Dr. Wernicke? War das doch nicht der, den wir getötet haben? Oh, eine Batterie. Die nehme ich mit, mein Freund. War das jetzt wirklich Dr. Wernicke oder war das der andere vorhin Dr. Wernicke? Also was heißt vorhin? Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage für sich.
Und ich weiß nicht, ob ich hier noch weiter möchte. Hallo. Guten Tag. Nix. Gut. Da nix. Nix. Okay. Oh, hier haben wir noch eine Kantine. Oder sowas. Ist da irgendwas? Hallo? Oh, der Topf ist noch sauber. Kann man noch benutzen. Kann ich da rein? Nö. Ach, schade. Ich möchte schon gar nicht mehr sehen, was hier auf uns wartet. Ach, Mann, Mann, Mann. Was habe ich mich hier eingelassen, ey? Wo muss ich jetzt hin? Speichert, also scheint schon mal. Von hier kam ich doch jetzt. Hier war doch eben noch offen. Hä? Da war doch eben noch offen. Hier ist Terror hinter mir. Da muss ich wohl lang. Da nicht. Au! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Bastard! Ja. Da war schon mal nicht so richtig. Wir rennen jetzt einfach. Immer drauf los hier. Hopp! Auf. So, da hoch. Da will ich lang. Dankeschön. Sollten uns jetzt angewöhnen zu rennen. Denn immerhin ist das ein Geist. Oh, scheiße. Wird den jetzt bestimmt aufhalten, weißt du? Mich hier nicht groß umgucken gehen. Oh, dafür habe ich aber Zeit. Hinweis an alle persönlich vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke. Das war der, glaube ich, ne? Das ist der Wernicke da im Rollstuhl. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigung, so dass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Genau. Und ja, mit diesen schönen Worten möchte ich diese Folge auch schon beenden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Adios.